Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Diese Woche ist griechische Woche und ich möchte ein Schichtdessert machen. Das ist jetzt kein typisch griechisches Dessert, aber es ist ein Dessert, was mich praktisch aus dem Griechischen inspiriert hat. Ich werde nämlich eine leckere, cremige Joghurtcreme zubereiten, eine Blätterteigschicht, die richtig schön knusprig ist und dann noch eine crunchy Nussschicht. Das Ganze wird wirklich sehr lecker, wird dann später in Gläsern geschichtet und dann hat man ein tolles Dessert, was nicht so schwer im Magen liegt, super frisch ist und vor allem sehr aromatisch schmeckt. Ich werde jetzt erstmal die Blätterteigschicht zubereiten. Dafür nehme ich eine Rolle Blätterteig, 20 Gramm Butter, die habe ich bereits geschmolzen, 50 Gramm Zucker und einen halben Teelöffel Zimt. Dann nehmt ihr jetzt diesen Blätterteig. Da ist immer schon Backpapier mit dabei, das ist echt praktisch. Dann kurz aufrollen. Den Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt könnt ihr hier die flüssige Butter drauf streichen. Dann Zimt und Zucker vermischen und auch schön drüber streuen. Wenn der Blätterteig etwas zu groß ist, dann schneidet ihr ihn einfach hier rechts und links weg. Der zieht sich da sowieso zusammen im Backofen, aber ich will jetzt auch nicht, dass mein Backofen schmutzig wird, weil da was runtertropft. Deswegen lege ich das jetzt hier hin. Und das kommt jetzt auch hier mit drauf. Das karamellisiert jetzt nämlich richtig schön im Backofen. Und dann habe ich da gleich eine Platte, die einfach schön knusprig ist. Und so kommt die Platte jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze und darf für etwa 15 Minuten backen. Das geht jetzt im Ofen schön auf, so buttrig, blättrig auf. Und in der Zeit kann ich schon mal die Creme machen und auch die Nüsse karamellisieren. Für die Knuspernüsse nehme ich jetzt hier eine Nussmischung. Das sind diese Snacknüsse. Ihr könnt aber auch eure Lieblingsnüsse verwenden. Dann nehme ich hier noch 50 Gramm Pistazien dazu, 50 Gramm Zucker, etwas Zimt und 30 Gramm Wasser. Jetzt nehmt ihr erstmal Zucker und Zimt mit Wasser in eine Pfanne. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel eine beschichtete Pfanne verwenden. Dann schön aufkochen. Die Nussmischung kann auch direkt mit rein. Und der Zucker sorgt jetzt dafür, dass das Ganze nicht sofort karamellisiert, sondern sich einmal schön verbindet. Ihr könnt auch gerne doppelt so viel Wasser und doppelt so viel Zucker nehmen. Allerdings möchte ich jetzt nicht, dass es zu süß wird. Deswegen passt die Mischung so. Aber wenn ihr es gerne ein bisschen süßer habt, dann packt die doppelte Menge dazu. Und jetzt einfach schön verrühren und aufkochen lassen. Die Pistazien lasse ich jetzt raus. Da möchte ich nämlich nicht, dass die geröstet werden. Die sind ja schon geröstet tatsächlich und die hacke ich später einfach dazu. Und jetzt immer schön kochen und rühren. Das Wasser verdampft dann schön und dann trocknet der Zucker praktisch um die Nüsse herum. Und dann lassen wir es aber weiter karamellisieren, dann glänzen sie wieder schön und dann bekommen sie eben auch diesen Karamellgeschmack. Hier jetzt gut aufpassen, das heißt, wenn der Herd jetzt zu hoch gestellt ist, gerne den Herd runterstellen, damit es euch nicht verbrennt. Ihr wollt jetzt nämlich Karamell und keinen bitteren Zucker, also jetzt schön vorsichtig sein. Wenn jetzt keine Flüssigkeit mehr da ist. Jetzt wird alles erstmal matt und jetzt rühre ich noch so lange, bis der Zucker schön glänzt. Dann weiß ich, dass ich Karamell habe. Und schön aufpassen, das ist jetzt sehr heiß. Und dann hier jetzt vom Herd runternehmen, auf ein Backpapier am besten oder eine Backfolie. Und jetzt so ein bisschen abkühlen lassen, sonst verbrennt ihr euch echte Finger. Und sobald es hier abgekühlt ist, kann ich es nämlich gleich fein hacken. Das ist immer der Vorteil, wenn man so eine Arbeitsplatte aus Stein hat, dann kühlt alles ganz schnell ab. Kann man sich das zunutze machen. Oh ja, die sind jetzt schön knusprig. Und die könnt ihr jetzt hier ein bisschen hacken. Gar nicht so fein, eher grob lassen.
Dann noch die Pistazien hacken. Dann stelle ich das jetzt hier zur Seite und richte schon mal die Zutaten für die Creme. Und dafür nehme ich jetzt griechischen Joghurt, 500 Gramm, 100 Gramm Honig, etwas Orangenpaste und Vanilleextrakt. Griechischer Joghurt ist super. Der ist nämlich so richtig schön cremig und sahnig. Davon 500 Gramm. Das ist der halbe Eimer. Dann gebe ich da Honig dazu. Für den Geschmack Orangenpaste. Und zum Ergänzen noch Vanilleextrakt. Jetzt schön verrühren. Und dann haben wir da einen super Geschmack. Und jetzt habe ich alle Komponenten vorbereitet. Warte jetzt noch kurz drauf, bis der Blätterteig abgekühlt ist. Und hol mir schon mal Gläser für mein Glasdessert. So, der Blätterteig, schaut mal hier, richtig schön aufgegangen. Und vor allem kross. Und den könnt ihr einfach zerbrechen. Guckt euch das mal an. Dann nehmt euch ein schönes dekoratives Glas und gebt da jetzt alles nacheinander rein, so wie es euch gefällt. Also da müsst ihr euch jetzt nicht an meine Schichtweise halten. Ich nehme jetzt ein bisschen Joghurt, dann ein paar Nüssle, dann ein paar Pistazien, ja, ein bisschen Blätterteig rein und dann schichte ich da noch eine Schicht drauf. Und dann wird das wunderschön. Der Nachtisch ist jetzt fertig. Ihr könnt den jetzt entweder noch durchziehen lassen oder auch direkt probieren. Ich würde euch empfehlen, den direkt zu probieren, denn dann ist der Blätterteig noch schön knusprig. Der obendrauf, der bleibt auch knusprig, aber der, den ich dazwischen geschichtet habe, der wird natürlich weich durch den Joghurt. Ist ja ganz klar. Jetzt hole ich mir mal zwei Probierer, zwei Tester, Tolga und Selim. So, also ich muss euch enttäuschen, ihr kriegt nicht jeder ein Glas, denn ich muss noch Fotos machen. Sieht lecker aus. Ich muss zusammen probieren. Okay. Okay, probiert mal. So ein griechisches Dessert. Ja, Tolga macht's richtig. Direkt alles alle Schichten, drauf. Alle Schichten rein. Boah. Komm, ich probier auch. Der Honig. Ja, ne? Mhm, der Blätterteig. Ist gut. Ja. Hast du auch Brezeln rein? Mhm. Brezeln? Nüsse. Hast du mal Brezeln in Italien, in Griechenland gesehen? Nee, deswegen war ich gerade so irritiert. Da war ein so ein Stängelchen, das sah aus wie eine Brezel. Mhm. Oh, mit der Pistazie auch sehr lecker. Das war bestimmt von der Nussmischung. Mhm. Hm? Mhm. Gut, oder? Ich finde richtig gut. Finde ich auch. Also man könnte es jetzt noch kalt stellen, dann ist es noch kalt und richtig erfrischend. Aber ich finde es auch so echt voll gut, ne? Weil der Blätterteig ist nicht so warm. Mhm, so zimmerwarm halt. Also probiert es gerne aus. Ich glaube, die zwei Männer sind sehr begeistert. Ein Joghurt-Dessert finde ich vor allem immer ganz gut, weil es schnell geht. Es ist nicht so schwer, es liegt nicht im Magen. Und es sieht halt immer schön aus in so hübschen Gläsern. Mhm. Ja, also viel Spaß beim Nachkochen oder Nachbacken. Das Rezept findet ihr auf lidlkochen.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, dann nehme ich das mal für euch mit. Dann machen wir noch Fotos und dann essen wir es.